herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in der Singleplayer-Mod, liebe Freunde. Es sind noch, ich fange mal von vorne an. Also, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Ich mache hier noch eine Aufnahme und zwar, wir schauen mal kurz in den Unterschlupf, das ist einfacher zu erkennen. Genau, das Lager braucht noch ein wenig. Ja, um genau zu sein, 2 Stunden 15 und alles andere jedoch hat gefruchtet. Die Sicherheit ist quasi erhöht worden. Wir installieren die Sicherheit. Das ist schon mal sehr gut. Da kommt da nicht so schnell einer rein. Die Belüftung ist abgeschlossen. Die installieren wir auch. Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen mehr Frischluft. So, weiter geht's. Wir haben den Wassersammler, der fertig ist. Wunderbar. Das installieren wir auch. Damit kriegen wir plus 6 Water Points die Stunde mehr. Das ist sehr gut. Und wir haben sogar die Heizung, die hier ihr Übrigstes noch tut, mit 7 nochmal dazu. Das ist sehr, sehr gut. So, dann haben wir den Hideout soweit ausgebaut. Wir gucken nochmal, was die nächsten Projekte sind. Und ich denke, das könnte durchaus die Toilette sein. Dafür brauchen wir noch 3 Wellschläuche. Und 3 Schrauben, 3 Packungen Schrauben, das ist okay. Die ins Informationszentrum benötigt jetzt nur noch diese Ordner mit Informationen. Schauen wir mal, wo wir das herbekommen. Die Werkbank hinsichtlich, braucht aber den Rack, den Mechanic auf Stufe 2. Und was haben wir hier? Generator? War hier mit dem Generator nicht? Ach so, genau. 5 Stunden Bauzeit, 2 zusätzliche Plätze. Es fehlen noch Drähte. Und ja, da würde ich allerdings ganz gerne aus einem Raid vielleicht ein paar Kabel noch rausholen. Das wäre ganz interessant, damit wir die umbauen und umsetzen können. Therapist ist Level 3. Wir könnten theoretisch anbauen, wenn wir das S-March hätten und wenn wir die Kochsalzlösung hätten, könnten wir anbauen. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass wir momentan etwas, und das meine ich rubeltechnisch, etwas knapp bei Kasse sind, 325.000. Und ja, um das ein bisschen aufzustocken, würde ich gerne Folgendes einmal tun. Und zwar möchte ich ganz gerne gucken, dass wir die AK hier ein bisschen umbauen. Ein paar kleine Attachments dran bauen. Das volle Modden einer M4, da möchte ich erstmal von absehen, weil das doch recht kostenintensiv ist. Das ist das eine, dem widmen wir uns. Und ich möchte 2 Task machen, haben wir uns ja schon darauf vorbereitet. Wir haben hier den Raum 114, wir haben hier den Maschinenraumschlüssel, wir haben die Fabrikschlüssel, Zollbüro, Wachdings nehmen wir erstmal so mit. Denn es gibt 2 Sachen, die hier auf jeden Fall noch zu machen sind. Und wir brauchen dafür Ansehen bei Prepper. Wir sind kurz vor Level 15, das haben wir quasi, das fehlt uns noch. Dann 1 Million Umsatz haben wir gemacht, 750.000 brauchen wir, aber 0,2 Ansehen. Und ich möchte hier Folgendes machen, überprüfen, das bringt uns schon mal ein plus 0,5 mehr, dann sind wir schon bei 12 und ja, das nächste wäre dann die nächsten Missionen quasi bei Prepper zu machen. Finde den Schlüssel zum Tankliste, haben wir gemacht, finde die bronzene Taschen, nur das nehmen wir mit, das bringt uns nochmal 20.000 Rubel, ein bisschen Erfahrung. Die Pistole ist jetzt nicht so wichtig, die werden wir verkaufen. Und das nächste, was wir hier machen, ist Therapist. Da haben wir allerdings schon ein bisschen was bekommen. Jedoch haben wir auch nochmal 15.000 Rubel, ein bisschen Ansehen und wir können die Armeebandage freischalten zum Kaufen. Ich denke, das ist, achso, Moment, das ist Operation Aquarius, findet auf dem Zollgelände statt, sollte das sein. Was wir aber machen wollen, ist das hier. Und dafür gibt es einfach, also Erste-Hilfe-Ausrüstung, wenn wir den Wagen des Sanitäters finden und das Wohnheim finden. Und ja, es liegt alles auf derselben Map. Das will ich damit sagen, das wäre ein Run. Und wir schauen mal, was wir dabei rausholen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Es bleibt so, wie es jetzt ist. Das ist die Grundeinstellung und wir gehen hier mal rein und dann würde ich ganz gerne einmal die Vorlage bearbeiten von dieser ganzen Waffe. Und dann schauen wir uns mal die Stats an, was wir denn machen können. So, wir nehmen mal den Griff ab und wir nehmen auch mal das hier ab und wir nehmen mal die komplette, das komplette Gasgestänge hier ab. Das ist das rote Gasgestänge. So, und sonst findet man erstmal hier nichts.
Genau, wir bauen das mal ab. Wir nehmen auch mal das Gasgestänge runter. Der Spannhahn kann draufbleiben. Die Optik nehmen wir erstmal runter, weil ich nicht weiß, ob wir hier eine entsprechende Abdeckung finden. So, womit wir uns auf jeden Fall beschäftigen werden, ist ein anderer Griff. So, und zwar ein Griff, der natürlich Ergonomie bietet. Da schauen wir mal ganz kurz. Diese plus 4 Ergonomie. Das ist, glaube ich, das Höchste, was wir da rausholen können. Plus 3 Ergonomie. Aeronox Scorpius Pistolengriff für AK. Genau, die werden wir da mal anbringen. Dann schauen wir uns den, das ist ja die Schulterstütze mit dem Pufferrohr. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was es hier sonst so gibt. Das bringt nicht besonders viel. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Pufferrohren. RPK-Pufferrohr und das normale AK-Pufferrohr. Und wir schauen uns einmal kurz, wir sind ja jetzt gerade, wir haben jetzt das RPK-Pufferrohr drauf. Das heißt, wir schauen uns einmal die Schulterstützen an, die es beim RPK gibt. Und da sehen wir, dass wir hier zum Beispiel 12, das würde schon einiges bringen, minus 4 und 12, plus 8, minus 4, 12, 12. Okay, das ist das Höchste quasi. Wir wechseln einmal auf das AK-Pufferrohr und schauen, was es da für Stützen gibt. Und da sehen wir schon, ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen mehr. 134, 250. Ich weiß gar nicht. Jetzt müssen wir doch nochmal eben, müssen doch noch mal eben zurückwechseln und gucken. Sorry, uns mal den Dings merken. Ich glaube, das war das hier, was dran war. 256 und 90, das merken wir uns mal. 256 und 90. Und so, das wäre 85. Wir haben jetzt mal das genommen hier. Aber ich denke, das ist schon fast das Maximum, ne? Das ist schon fast das Maximum, was wir da rausholen könnten. Das ist schon fast das Maximum. Hinten gibt es keine Schulterstütze an der Stelle. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Wir lassen das erstmal so. Jetzt gibt es hier bestimmt eine Aufnahme. Genau. Ich möchte aber mal einmal gucken, Gehäuse. Es gibt hier auch noch verschiedene Gehäusearten, die uns natürlich auch einen entsprechenden Vorteil. Also es ist nur eine Schmutzabdeckung. Schutzabbau für, aha, für Schmutzabdeckung. Das würde hier auch noch ein bisschen was bringen. Nicht viel, aber es bringt ein bisschen was. Ja, okay. Und weiß gar nicht, Kimmelkorn bringt eigentlich gar nichts, von daher kann das wegbleiben. So, jetzt gucken wir uns hier den Gasblock an. Da würde ich gerne mal hier drauf gehen. Das bringt auch noch mal minus 5 und sogar noch ein bisschen mehr Ergonomie. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, das nächste modifizieren wir natürlich mit irgendeiner Halterung. Und ich glaube, dann nehmen wir mal die. Die macht erstmal gar nichts eigentlich. So, dann haben wir diese hier. Und ja, ich glaube, dieser hier, der bringt schon recht viel. Der Zenit RK2 vordere. Ich glaube, davon haben wir sogar noch was. Der hier bringt allerdings noch ein bisschen mehr Ergonomie. Etwas weniger von dem Rückschlag. Etwas mehr Ergonomie. Und den haben wir, glaube ich, auch sogar. Ich glaube, ich will agiler unterwegs sein. Von daher nehme ich mal diesen Vordergriff sozusagen. Den werden wir mal dran schrauben an der Stelle. So, dann haben wir das Thema Mündung. Mündung, schauen wir mal ganz kurz, was wir da draufpacken könnten. So, wir könnten hier einen Adapter für den Silencer draufbauen, könnten allerdings auch hier den großen Silencer draufbauen, beziehungsweise wir bräuchten keinen Silencer, wenn wir agil unterwegs sein müssen, dann machen wir einfach die Führungsfeuerbremse drauf und ich glaube, da ist
der hier am besten. Ich will noch mal einmal kurz gucken. Einmal kurz gucken, wenn wir den Adapter da drauf schrauben, was wir dann da drauf packen könnten. Moment, das ist noch ein Adapter? Ne, den haben wir ja schon. Da habe ich gerade tierisch verguckt. So, hier müssen wir hin. Und da könnten wir nur den Hybrid-Schalldämpfer drauf bauen. Wobei, da ist die Waffe ziemlich lang, ne? Da ist die Waffe ziemlich lang. Sieht ziemlich cool aus eigentlich. Aber die Waffe ist extrem lang, finde ich. Was uns ja im Close Combat, also in engen Gassen, so ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt. Da möchte ich nicht hin. Ich denke, wir lassen das einfach bei dieser Mündungsfeuerbremse. Es bringt uns sogar noch mehr. Noch weniger, mehr, weniger Rückstoß und sogar noch ein bisschen Agilität. Von daher bleibt das einfach drauf. Sehr schön. Das sieht gut aus. Dann will ich hier noch eine Haltestückchen drauf packen, damit wir hier, das ist eine taktische Taschenlampe, hier den blauen Laser drauf bauen. Den Hipfire Laser. Das andere möchte ich ganz gerne allerdings hier auf die andere Seite auch noch eine Halterung draufsetzen. Ich glaube, die 4 Zoll Führung ist da besten geeignet. Und da möchte ich ganz gern eine taktische Taschenlampe dran bauen. Ja, das sieht sehr gut aus, aktuell. Was uns jetzt noch fehlt, und das ist 59 zu 174, ist eigentlich gar nicht schlecht. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, wir waren nur bei 250 irgendwo. Das bringt uns ja auch schon mal ein bisschen mehr. So, wäre dann hier nochmal ein Seitenteil. Genau, so sieht es aus. Und zwar haben wir hier nämlich die Ersatzhalterung. Wir haben hier die Ersatzhalterung. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, und warum ich das draufbaue, möchte ich noch Folgendes sagen. Denn ich bin begeistert von unserer Optik hier, die wir hier hatten. Das müsste die hier gewesen sein. Ist es die gewesen? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war die nicht, ne? Ich glaube, es war die nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, es könnte die gewesen sein. Es könnte die gewesen sein. Die war es auf jeden Fall nicht. Jetzt weiß ich nicht. Welche Halterung da? Die war es definitiv auch nicht. Wir müssen die Halterung einmal durchgehen. Damit ich weiß, das ist eine hohe Halterung. Da passt nur das drauf. Das ist das Romeo. Das sind alles nur die kleinen Halterungen. Ich glaube nicht, dass das das ist. Ich glaube nicht, dass das das ist. Das muss die hier sein. Das ist sie. Das muss sie sein. Anders kann ich es mir gerade nicht denken. Wir werden das gleich abgleichen. Ich denke, wir haben, wenn überhaupt, noch eine davon. So, und diese kleine Halterung hier, da würde ich gerne das kleine Belomo draufsetzen. Denn man kann das ganze Ding dann auch querstellen, für den, ja, für den Nahkampfbereich sozusagen. Ja. So, was bringt uns das Ganze hier in Summe? Wir haben eine 64er Ergonomie, also das ist eine gute Leistungssteigerung. Wir haben recht viel Rückstoß im vertikalen Bereich und auch viel Rückstoß im horizontalen Bereich weggenommen. Und das Ganze speichern wir mal ab, und zwar als AK 101. Close, also taktisch und Close Combat. Und das speichern wir ab und dann gucken wir mal, was wir zum Montieren brauchen. Und da brauchen wir einige Teile zum Montieren. Teile kaufen und das Ganze kostet uns hier schon an der Stelle 194.000 Rubel. Aber ich möchte das definitiv investieren. Es sind alle Teile vorhanden und von daher möchte ich gerne alle kaufen. Möchtest du das kaufen? Oh, ich glaube, wir haben nicht genügend Euro, kann das sein? Füchst dich über genau über diese Geldbeträge. Das ist natürlich doof. Wir haben es ja gespeichert an der Stelle. Und
Ich glaube, wir müssen erstmal Euro umsetzen. Kann das sein? Sieht so aus, ja. Händler. Und ich glaube, das müssen wir beim Keyskeeper machen. Wo haben wir denn die Euros? Da. Wie viel haben wir denn? Wir brauchen 500. Ich glaube, wenn wir jetzt 400 machen. 4000 geht nicht, aber 400. Dann ist es auch schon mal. Ja, das dealen wir. Ach, ich bin doch. Eieieiei, also jetzt haben wir natürlich komplett den Verkehrten umgesetzt. Wo zum Teufel war das bei Skier? Jetzt weiß ich nicht, wo wir die Euros umsetzen. War das doch bei Peacekeeper? Rubel in Dollar. Mechanic? Nein. Skier waren wir eben. Fans. Geht nicht. Auch keine. Okay, Flohmarkt, ganz einfach. Geld, Euro. Ach, du ahnst es nicht. Euro kann man noch gar nicht. Da hat noch keine Angebote. Ja, da müssen wir hier was umsetzen. Kaufen bitte 400. So, sind auch nochmal 97, das passt schon, denke ich, ne? So, bevor wir jetzt zu wenig haben, nehmen wir nochmal 100. So, 219. Ich möchte auch nochmal Rubel tauschen, bitte. Und zwar möchte ich 1000 Dollar mal in Rubel nochmal umsetzen, damit wir nochmal ein bisschen Rubel haben. Wo haben wir denn die Rubel? Müssen wir echt nochmal im Flohmarkt? Ich kann es gerade alles nicht sehen. So, Rubel geht auch nicht. Man kann auch keine Rubel tauschen. Das ist jetzt nicht 1000. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Bist du sicher, dass du einen Rubel für einen Rubel kaufen willst? Das ist ja Blödsinn. Ich will ja nicht Rubel mit Rubel kaufen, oder? Ich will ja nicht Rubel mit Rubel kaufen. Na gut, okay. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich möchte es so umsetzen. Und jetzt hoffentlich sind alle Teile noch da. Jetzt ist es natürlich teurer geworden. Irgendwas ist ausgelaufen, es ist teurer geworden. Jetzt haben wir nicht die Rubel mehr. Das ist ja sehr ungünstig. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Aber das gibt's doch nicht. Ich habe das doch gesehen. Man muss doch hier irgendwo. Special Weapons, Ausrüstung, Body Traits. Nee, Tatsache, kann man nicht. Man kann es nicht umsetzen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, müssen wir erstmal mit dem vorlieb nehmen, was wir haben. Wir brauchen noch ein bisschen Geld und ich möchte hier definitiv. Ist alles durcheinander hier. Guckt euch das an. Euro, Dollar, Dollar, Euro, Rubel. Rubel, Euro, Dollar. So, jetzt haben wir es. Hier kommen die Dollar, da kommen die Euro und dann haben wir hier die G-Points. Genau. So. Nichtsdestotrotz lange genug gequatscht. Wir gucken nochmal, unsere Gesundheit sollte wiederhergestellt sein. Alles tippitoppi. Wir sind gut ausgerüstet. Und ich denke, mit diesen Informationen gehen wir jetzt einfach in den Raid rein. Halt, wir finden uns noch was zu essen und zu trinken. Eine Kleinigkeit sollte dabei sein. So, dann nehmen wir mal das hier und wir nehmen mal die Tuchonka mit. Denke, das ist ganz in Ordnung. So, nochmal kurz gecheckt. Wir haben den Truckschlüssel und wir haben den Wohnraumschlüssel. Wunderbar. So, und ich schaue einfach mal ganz kurz bei Dorms. Das müsste eigentlich, ja, genau, richtig. Das müsste bei den Dorms in den zweiten Wohnhälfte sein. So, wir gehen rein und schau mal, dass wir Zollgelände 1732, das müsste noch gehen.
Wir gehen natürlich wieder auf schwer, so wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Und dann schauen wir auch mal irgendwann, vielleicht wenn wir sogar wie online wechseln. So, versichern will ich auf jeden Fall nochmal. Jetzt sind wir fast so gut wie blank und dann schauen wir mal, dass wir hier entsprechend viel rausnehmen. Ich möchte natürlich auch Folgendes, je nachdem, wo wir jetzt spawnen, wo unsere Extract Points sind, auch ganz gerne zum Zollgelände sozusagen, zum Big Red, um es genauer zu definieren. Denn dort sind auch noch Büros und da ist auch noch immer irgendwas zu holen. Vielleicht mal eine Grafikkarte, ein Tresor, Geld, Wertgegenstände und so weiter und so fort. So. Nichtsdestotrotz, wir schauen mal, wo wir spawnen an der Stelle. So, eigentlich überspringen wir immer den Ladebildschirm. Jetzt quatsche ich hier die ganze Zeit. Ja, kurzes Fazit. Singleplayer Tarkov, wir sind in Stufe 13 und ich denke mal, so die Folgenlänge von ungefähr eine 1,5 Stunden bis maximal 2 Stunden ist, denke ich, ganz in Ordnung, auch für mich noch. Und ja, je nachdem, wie ihr Interesse habt. Möchtet ihr die ganze Off-Raid-Geschichte auch mitbekommen? Ja, also was mache ich im Stash und so weiter? Wie räume ich auf? Wo, wie gehe ich ran und so weiter? Oder ist das eher uninteressant? Das wäre meine Frage an der Stelle. So, erstmal geht es jetzt hier rein. Das war jetzt mal die Frage am Rande. Ich bin gespannt, wo wir spawnen. Auf jeden Fall hört sich's außerhalb an. So, es ist alter Schwede. Mal richtig, richtig diesig. So, wir müssen Anhängerstellplatz. Wir sind, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, wo wir überhaupt sind. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe gerade keine Orientierung. Hier sind die Schienen. Okay. Alles klar. Ich glaube, ich weiß so ein bisschen, wo wir gerade. Ne, ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Ach, wir sind hinten. Alles klar. Wir sind ziemlich weit hinten. Dorms müsste dann in dieser, nee, müsste in dieser Richtung liegen. Da können wir, müssen wir auf jeden Fall hin. Ich werde jetzt hier mal runterlaufen. Und mal Folgendes. Ach stimmt, die haben ja auch so ein Visier auf, ne? So, nichtsdestotrotz, wir müssen erstmal hier rüber. Wir sind hier oben. Wir müssen erstmal hier zu diesem kleinen Checkpoint. Ihr kennt ihn bestimmt noch von der einen bestimmten Folge. Ist aber auch eine Suppe hier. So, ich kann erstmal nichts erkennen. Hier was wäre. Ganz mieses Wetter. Hätten wir uns auch entsprechend anderes Wetter noch vorstellen können. So, ich kann nichts hören. Von daher. Wir checken erstmal die linke Seite, bevor wir rübergehen. Da ist einer. So, die Weste nehmen wir noch mit. Wegschmeißen können wir alles andere auch. So, die hier rüber.
Blackrock können wir auch noch einstecken. Passt. Den durchsuchen wir auch noch. Alles klar. Sehr schön. Schauen wir hier nach. Und hier unter uns, hier vorne, ihr seht den blauen, da ist schon mal dieses Auto, was wir hier optional finden müssen. Von daher gehen wir da runter. Ich kann erstmal so nichts erkennen. Oh, das war dumm. Weiß nicht, ob wir hier so durchkommen. Wir müssen uns vorsichtig durchschlängeln. Schauen hier nochmal rein. Könnte immer nochmal irgendwie eine Karte oder... Moment. Ach, schließen, okay. Okay, so. Hier haben wir nichts zu sehen. Sieht erstmal gut aus und ja, wir haben auf jeden Fall hier schon mal, ich glaube, einen Teil Raum 114 übrigens. Jetzt haben wir das zweite Mal gefunden. Der spawnt hier nämlich auch an der Stelle. So, wir verhalten uns jetzt nochmal einen kleinen Moment ruhig. Oh, militärisches Gyroskop, das ist wichtig. So, eigentlich geht es jetzt für uns zurück quasi. Wir gehen hier oben durch und dann schlagen wir uns Richtung Dorms durch. So, hier ist gerade irgendwer. Wow! Alter Schwede, den habe ich ja mal gar nicht gesehen, Leute. Wir müssen uns verbinden. Einfache Blutung, glaube ich. Eine schwere Blutung auch noch. Junge, Junge, Junge. Den habe ich ja mal überhaupt nicht gesehen. Krass, krass, krass. Ja. Das hasse ich ja, dass das immer da reingelegt wird, ne? Nicht so cool. Absolut nicht. Also mal gucken, was du hier in den Hosentaschen hast. Resortplan. Okay, alles klar. Zigaretten nehmen wir mal erstmal mit. Können wir erstmal verwenden. Und ja, jetzt haben wir ein Problem. Ne? Wir haben zwei zerschossene Arme und wir haben kein CMS. Das ist nicht gut. Absolut nicht. Und daher macht es das ein bisschen schwieriger. Heilen uns aber erstmal. Den habe ich mal gar nicht gesehen. So, 7. Trotzdem auf den Weg machen schon mal. Hier hoch am besten. So, die Mission ist aber noch nicht um. So, genau, wir werden nachladen. Ja, ist natürlich ärgerlich jetzt. Den habe ich in. Bei dem ganzen Regen habe ich den weder gesehen noch gehört noch irgendwas anderes. Sehr, sehr blöd gelaufen. So, wir checken hier nochmal einmal die. Die Tankstelle. Okay, den haben wir. Alles klar, das war mal eine Dreiertruppe.
Okay. Keine Ausdauer mehr. Warten wir es kurz ab. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer noch. Okay. Die haben ja sehr schön. Ich glaube, wir sind ein bisschen verletzt gewesen. Respekt, Respekt. Wir heilen uns weiter. Nee, brauchen wir nicht. Wir laden mal nach jetzt an der Stelle. Das waren jetzt, glaube ich, fünf oder so. Alter Schwede, haben die sich getummelt. Trotzdem nachladen an der Stelle. Respekt. Ich weiß nicht, ob da eventuell Bears mit bei waren oder Skeffs. Sah mir fast aus wie Bears. Und so. Checken das nochmal. Sieht jetzt erstmal unbewohnt aus. Ich will hier runter und will mir das aus der Nähe ansehen. Da ist noch jemand. Okay, das war der Sniper Skeff, der hat mich fast erlegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war's. Eieieiei, Leute. Der erste Tod. Ah! Oh mein Gott. So viele. Was ist da los? Oh mein Gott. Das ist schon heftig gewesen. Einige Scavs umgelegt, noch nicht mal Bears dabei gewesen, aber so viele Leute. Wir haben einen an dem Checkpoint umgelegt und alle anderen. Oder waren es zwei? Ich bin mir nicht sicher. Alle anderen, ihr seht hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, das waren alles an der Dings. Da waren immer noch zwei. Das ist echt übel. Heftig, heftig, heftig. Das hätte ich nicht gedacht. So, jetzt natürlich die AK verloren. Das ist natürlich ganz schlimm. Okay, nichtsdestotrotz. Ja, es ist so, wie es ist. Und damit müssen wir dealen und umgehen. Und ja, können wir nichts machen. Können wir nichts machen oder wir können schon was machen, aber bringt uns ja an der Stelle erstmal nichts. So, was können wir tun? Genau, wir werden erstmal den hier. Wir werden den hier mal ein bisschen benutzen an der Stelle. Ich denke, wir werden. Haben wir noch eine Panzer? Wir haben noch. Haben wir noch einen Panzer? Wir haben noch den Helm. Schade eigentlich, ne? Wir haben noch den Helm. Wir haben noch die AVS, wie ich den Plattenträger. Das ist Stufe 4. Wir haben die Blackrock noch. Und wir haben den Platten, wir haben die M2-Plattenträger, das ist auch Stufe 4. Von daher. Ich möchte ganz gern. Ist das der Mechanism? Mechanism? Nee. Wir haben keine Weste mehr, ne? Wir haben keine Panzerweste mehr, von daher nehmen wir. Die hat 70. Die hat 70, die ist ein Stückchen besser. Die nehmen wir, die AVS-Weste. Dann haben wir gleich einen Schutz schon an der Stelle und wir werden auf jeden Fall hier. Na? Warum geht das nicht? Ach so.
Nein, was mache ich denn hier jetzt? So, ich wollte den zur Seite schieben, den wollte ich schließen. Ich wollte gucken, was hier drin ist, nämlich nichts. Und da möchte ich ganz gern das Schießpulver rüberpacken, denn ich möchte den da reinpacken, damit ich das hier freigestoßen bekomme. Genauso sieht es nämlich aus. So, Blackrock hat nämlich auch noch Platz. Zwar hier für den Bohrer und für den hier. Und die packe ich jetzt einfach mal hier rüber. Und damit hätten wir den Rucksack frei. So, Motor und Werkzeug ist auch noch in der AV-Weste gewesen. AVS-Weste gewesen. So, dann haben wir das. Das ist schon mal in Ordnung. Und ja, macht das denn Sinn? Das ist mal die Frage. Macht das denn Sinn? Wir haben eigentlich alles dafür da. Aber macht es denn Sinn? Ich glaube, wir sollten eine Loot-Tour nochmal starten, oder? Wir sollten eigentlich eine Loot-Tour starten. Prüfen wir das Ganze 213,77. Die ist eigentlich auch erstmal grundlegend nicht verkehrt. Die ist erstmal grundlegend nicht verkehrt. Die AKM entladen. So, da haben wir die AK-12. Ja, dafür haben wir kein Magazin jetzt an der Stelle, ne? Passt das denn? Also das würde sogar das hier passen. Entladen wir die mal. Das ist sogar gute Munition. So, packen die mal hier rüber, nehmen wir die zwei Magazine noch mit. Eins werden wir auf jeden Fall beladen. Und ja, die BT-Munition, ne? BT-Munition. So und so. Sehr schön. Dann setzen wir das hier rein. Das ist Ersatz quasi. Und wir nehmen nochmal ein 60er Stack BT-Munition mit. Dann füllen wir uns auf. So sieht es aus. Dieses Mal nehmen wir mit ein Salewa. Wir nehmen auf jeden Fall eine Bandage mit. Wir nehmen Schmerzmittel mit. Wir nehmen Hämostat mit. Und ja, nehmen wir so ein Eifach noch mit. Ja, wir nehmen das Eifach mit. So, hier 5, 6, 7 und hier gehen wir die 8. Ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus. Ist halt verlustig jetzt an der Stelle. Ja, und damit, so ist das Spiel halt. So ist das Spiel. Dann haben wir mal aufs Mättchen gekriegt. Das ist soweit in Ordnung. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir werden einfach weitermachen an der Stelle. Eine Sache möchte ich ganz gerne noch machen. Und zwar glaube ich, irgendwo konnte man das Headset kaufen. Jetzt bei Rackman, glaube ich. Ne? Bei Rackman konnte man ein cooles Headset hier, dieses hier kaufen. Das machen wir auch. Das werde ich nochmal investieren, damit wir einigermaßen gut hören können. Und irgendwo hatten wir auch noch die Momox. Ich weiß aber nicht mehr wo genau. Weiß nicht mehr, wo genau wir die Momox hatten. Hier war es nicht. Mit dem Grizzly, genau, richtig. So war es. Hier hatten wir die Momox. Den nehme ich nochmal mit. Wo bin ich denn gerade drin gewesen, Leute? Wieso verplant? Da war die Grizzly. Alles heilen. So, damit heilen wir einfach mal alles auf. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, trotz allem brauchen wir noch was zu trinken und wir brauchen noch was zu essen. Wir nehmen mal die Sprotten mit. Das sieht erstmal gut aus. Etwas kleinerer Rucksack als gewohnt, aber ich denke, für unsere Zwecke doch in Ordnung. Und ja, ich will nicht weiter quatschen. Wir gehen direkt rein. Es geht direkt weiter mit dem Zollgelände. Auf 8:35 Uhr und natürlich wieder schwer. Wir versuchen noch mal alles zu versichern. Allmählich geht uns jetzt so langsam mal die Kohle aus. Aber ich hoffe, wir bekommen hoffentlich hier jetzt die Möglichkeit, unsere Missionen abzuschließen. Bis jetzt war das alles sehr, nicht einfach, will ich nicht sagen, aber doch sehr, sehr in Ordnung. Wir haben leider kein Behandlungskit mehr. Müssen wir mal gucken, wo wir das herorganisieren, das CMS, damit wir uns wieder herstellen können.
Mein Movement war aber auch nicht besonders gut. Das muss ich auch mal so sagen. Das war nicht okay, aber ich habe damit nicht gerechnet. Wir haben schon fünf auf der Gasstation da, auf der Tankstelle kaputt gemacht. Und dann kam von rechts kam auch noch einer, zwei haben noch gekniet und der Sniper Scav oben drauf. Das war zu viel. Auch zu viel Feuer. Was wir da haben, wir haben jetzt natürlich keine Granaten mitgenommen. Ist aber nicht so schlimm. So, wir sind irgendwo drin gespawnt. Schauen wir, wir brauchen jetzt ja nicht mehr den Wagen finden. Wir checken gleich mal die Tasks. Wir brauchen nicht den Wagen finden. Wir müssen eigentlich direkt zum Dorms. Okay, wir sind drinne voll. Wir gehen auf Auto, Feuer. So. Genau. Wo sind wir? Wo sind wir? Kurz orientieren. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, wir sind genau hier. Das heißt, wir gehen hier rüber, holen uns hier das Hidden Stash und gehen nochmal von der anderen Seite. Und dann Keks. Sehr gut. Giselle, eine Base Cap. Das nehmen wir natürlich dankend mit. Aha, okay. Dann halt so von hier aus. So. Wir müssen eh vorne raus. So, hier könnte drin immer noch was spawnen, habe ich gehört. So, irgendwas haben wir erkundet. So, wir gehen hier gleich durch. Ohne Umschweife. So, da sieht es erstmal ruhig aus. Ich will das hier trotzdem einmal checken. Einfach sehr cool. Keine Ahnung, wo das war. Warten wir es mal ab. Beides coole Sachen. So, irgendwer ist hier. Okay, haben wir. Sehr schön. Hätten wir mal in die andere Visierung gehen sollen. Aber mein Movement ist immer noch nicht gut. Das Aim ist genauso bescheiden. Oh, die ist teuer. Die ist wirklich teuer. Den Keks können wir essen. MK3-Weste. Was ist das? Das ist 5.
Die ist gut, die ist gut. Ich werde Folgendes machen, das werden wir mal wegschmeißen, die werden wir mal anziehen, die werden wir auch mal anziehen, das werden wir umlegen, wieder auf 8 setzen. Und was haben wir hier? Den nehmen wir auch nochmal mit. Keine schlechte Sache eigentlich. So, das laden wir nochmal auf. So, weiter geht's. Jetzt straight hier durch, nach oben, da wo wir eigentlich Mist gebaut haben, logischerweise. Checken dann nochmal die Gas Station ab. Und auch da oben. Das hätte man vorher machen sollen. Aber momentan kann ich da oben niemanden erkennen. Okay. Den haben wir. Ich werde jetzt aber nicht dort lang gehen. Das ist auf jeden Fall unser Kill. Den wollte ich unbedingt noch mitnehmen. Das ist eigentlich das Warum, wieso, weshalb. So, wir werden uns direkt zum Dorms begeben. That's the way. Ich glaube, wir müssen in die untere Ebene des kleineren Gebäudes. So, hier geht's weiter. Duffelback, da gucken wir noch mal rein. Genau, wir wollten die Aufgabe noch mal checken. Oh, sehr schön, was zu trinken. Das können wir verwenden, während wir das probieren. So, wir haben den Wagen gefunden. Das ist gut. Wir müssen jetzt hier in das Wohnheim und dann müssen wir die bronzene Taschenuhr finden. Im Moment sieht es gut aus. Werden wir mal in einem Sprint machen. Ich werde auch direkt unten reingehen. Was wir nicht machen können, dann müssen wir oben rein. So, und jetzt sollten wir uns nach unten kämpfen müssen. So, hier ist erstmal nichts. Hier ist auch erstmal nichts. Hier brennt eine Kerze, die sich auch überhaupt nicht bewegt. Doch ein bisschen.
So, wir sind bei 2. Wir haben auch kein taktisches Licht, jetzt sehe ich gerade. Nee, wir haben gar nichts eigentlich an der Waffe. Schauen wir mal hier rein. Papier nehmen wir mit, Paracord nehmen wir mit, Saft nehmen wir natürlich auch mit. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Ja, wir können hier entsperren. Das ist dieser Wachraum. Da ist noch eine Granite Case. Ist das erhölzerne Munitionskiste? Okay, da ist ja jetzt hart viel drin gewesen. Aber wir schauen mal hier rein, was es hier so gibt. Zünder. Händler, taktische Brille. Nehmen wir mit. Ja. Nicht so das, was ich mir erhofft hatte. So, die Frage hängt kein Schlüssel. Die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ist, wie kommen wir da rüber? Da habe ich jetzt gar keine Erfahrung drin. Ne? Müssen wir da etwa rein? Nein, das macht ja keinen Sinn. Weil wir kommen auch unten nicht rein. Doch, wir kommen unten rein. Warum kam ich da eben nicht rein? So, 103, 100... Nee, das ist 105. 104. Ich habe mich verlaufen, glaube ich. So, ich muss das Ganze mal eben nochmal checken. Und dann bleiben wir mal ganz kurz hier sitzen. Und ich will das nochmal eben überprüfen. 114 müsste das doch eigentlich sein. Warum sind wir bei 104? Weil wir im falschen Gebäude sind, sehe ich gerade, oder? 102, 114? Nein, eigentlich. 114, First Floor. Das sollte es eigentlich sein. Ich bin verwirrt. Oder ich übersehe was. Das kann natürlich sein. 103. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite. Wir gehen das nochmal ab. 108. 114. Hier ist es doch. Hier sollte es sein. So, und da haben wir den Carbon-Koffer. Das ist der, den wir besorgen sollten. Sehr schön. Medizin nehmen wir mit. Morphin. Bandage. Sehr schön. Und wir gucken hier nochmal in den PC. Wird erstmal alles Geld. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall, ich schaue mal, ob wir hier, genau das war das, warum wir nicht rausgekommen sind. So, oh, entschuldigt. So, wir sind hinten rum und wir müssen aber auf jeden Fall hier rüber.
Grundding ist das doch recht wichtig, dass wir hier jetzt durchkommen, denn da hinten ist der Lasser. Na, jetzt checken wir hier mal kurz die Lage. Sind Zigaretten, die können wir noch mitnehmen. So, ich bin hier rüber und ich möchte da durch. So schnell wie es irgend geht. So, einen Moment ruhen wir uns hier aus. Geht's direkt weiter. Da steht das gute Stück. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier doch noch der ein oder andere Scav um die Ecke rum schlawenzelt. Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Auf irgendwas hatte er geschossen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, auf was. Gucken wir nochmal hoch, ob hier oben. Sieht mir aber nicht danach aus. Das war übrigens, glaube ich, auch Newsec. Schon ärgerlich an der Stelle. Aber gut, so ist das Leben. Da war er. Alter Schwede. So, Bastienhelm, alles klar. Den müssen wir mitnehmen. Die HP-Munition lassen wir mal da. Das hat erstmal keinen Sinn. Der AK-Stock Keck nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir entladen hier nochmal. Diese gemoddete OP SKS an, das ist ja der Hammer. So, ich glaube, wir haben sogar... an denen vorbeigerannt. Der war da hinten, ne? Oder er ist echt direkt gespawnt. So, jetzt haben wir den. Wunderbar. So, und schauen wir mal, was der so hat. Der hat nur eine Hunter. Nur eine Hunter ist gut. So, da ist, glaube ich, nicht allzu viel. Doch, Saliva ist noch mit drin. Sehr schön, die nehmen wir mit. Die Pestmaske bringt Kohle, auf jeden Fall. Nur die Umhängetasche nicht. Von daher, das packen wir mal dahin. Das packen wir mal dahin. Ich will nochmal nachladen. Ich glaube, es ist diese hier, die gewechselt worden ist. Ich denke, wir können nochmal eben... was essen, das machen wir gleich. Wir werden jetzt aus dem Gefahrenbereich raus. Wir haben die... So.
So, Leute, wir extracten. Und zwar extracten wir über die Seite hier. Wir werden über den Anhängerstellplatz gehen. So, ich werde hier nochmal... Ich weiß nicht, kann man... Ist hier noch was drinne? Nein, aber ich werde hier nochmal eben hin. Denn ich will was essen. Das ist das eine. Und wir werden auch gleich noch was trinken. So, alles verwenden. Wir schauen nochmal kurz nach der Gesundheit. Das sieht erstmal ganz gut aus. Ein bisschen Übergewicht haben wir an der Stelle. Macht aber nichts. Und ja, wir entsorgen noch ein paar Sachen hier. Zum Beispiel die Basecap, die brauchen wir, denke ich mal, nicht. Das macht keinen Sinn. Und die beiden Sachen machen auch keinen Sinn. So, jetzt will ich hier durch. Ich habe ihn gehört, ich habe ihn geahnt. Okay, eine MP133. Die ist, glaube ich, questrelevant. Ich glaube, die ist questrelevant, Leute. Da müssen wir sie nicht kaufen, das will ich damit sagen. Ich denke, wir werden das abbauen, wir werden das abbauen, wir werden das Hexagon mitnehmen. Wir werden das taktische Licht abbauen. Dann kann die ganze Geschichte weg. Wir können die... Ja, Platz für Gegenstand wollte ich doch gar nicht. So. Dann haben wir die. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Munition. Die werden wir dann natürlich auch noch einpacken. Grizzly, okay. Erstmal das hier. Wir suchen das hier. Nochmal Maschinenschlüssel. Macht nichts. Können wir verkaufen. Bringt auch Geld. Stroud, ja, die nehmen wir mal mit, oder? Ist auch in Ordnung. So, dann schauen wir uns die Dings an. Den Burschen, den wir hier gerade mitgenommen haben, sozusagen. Wir laden nochmal eben nach. Checken hier nochmal die Geschichte. So, Waffenschrank kann hier rein. Das kann auch hier rein. Fällt mir gerade ein, das ist ja alles ziemlich easy dann an der Stelle. So. Morphin ist teuer, nehmen wir mit. Gucken, was er in der Umhängetasche hatte. Nichts, was uns jetzt momentan weiterhilft. Okay. So, und wir schauen hier hinten nochmal lang. Geblieben. Da lebt keiner mehr. Ich check das hier die hintere Seite nochmal. Jawohl. Den toten Scav natürlich. Wahrscheinlich kommt der unbekannte Schlüssel da wieder bei raus. Den werden wir jetzt nicht mitnehmen. Brauchen wir nicht. Oh, militärische Leiterplatte. Das war natürlich gut. So, den checken wir hier auch. Das war auf jeden Fall ein Spieler. Also, ihr wisst, was ich meine. Schmerzmittel mitnehmen.
Waffe hat er nicht mehr. Warum hat er die Waffe nicht mehr? Wurde die wahrscheinlich gelootet? So, Raum 114 haben wir auch. Können wir noch mitnehmen. Kann man noch verkaufen. So, ich check hier nochmal. Es kann sein, dass hier auch nochmal irgendwo einer hinter sitzt. Bevor wir den da vorne uns schnappen. Hier sitzt er. Guck mal, da ist nämlich auch noch einer. So, dann haben wir das. Ich denke, wir werden mal zwei Magazine entladen. Die werden wir dann nicht brauchen. Das sind die versicherten Magazine. Die schmeiße ich jetzt einfach mal weg. Vielleicht haben wir Glück und die kommen wieder. So. Noch irgendwas, was wir erstmal entsorgen könnten. Kondensmilch ist erstmal teuer. Ich schmeiß das nochmal weg. Dann haben wir hier zumindest nochmal wieder viermal Platz. Das läuft diesmal ein bisschen besser. Und ai. In der SR. Die können wir auch kaufen hier. Wir nehmen die erstmal mit. Und der hat genau das gleiche nochmal. Okay. Okay. Sturmmaske. Mag sein, dass die noch ein bisschen was bringt. Das ist ein Baklava, ne? So, dann geht's hier runter. Direkt hier rüber. Rin ins Big Red, liebe Leute. Da werden wir uns oben nochmal die Dings tun. Dann werden wir auch extracten, denke ich, an der Stelle. Wir gucken, checken gleich nochmal die Tasks hier an der Stelle. Wenn wir hier so ein bisschen unterhalb sind. So, legen wir uns mal hin. Checken kurz die Aufgaben. So, Apotheker, das ist erfüllt. Die Überprüfung ist erfüllt. Und ich glaube, Aktion Aquarius, also drei Sachen auf einmal. Also wenn das nicht... wenn das hier erfolgreich ist, dann weiß ich halt auch nicht. So, dann laufen wir hier rüber. Checken hier ein bisschen die Ecken ab. Da oben müssen wir hoch. Ich will jetzt hier auch keinen Fehler machen. So, das sperren wir auf. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Looten. Schauen wir mal, was wir da mitnehmen können. Ob es hier doch Propangas. Meine Güte, Propangas, ist das... Wir gucken erstmal, was wir nicht brauchen. Wir werden mit die Zigaretten nicht brauchen, wir werden das nicht brauchen. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Luft bekommen. Ich weiß nicht, ob die Armeebandagen da so hilfreich sind. Ich denke erstmal nicht. Wir packen mal Propan ein. Schauen wir doch mal. So. Da haben wir Glück, noch eine Grafikkarte zu finden. Dann werde ich das Hexagon definitiv abschmeißen. So, hier ist das Kabel, was wir noch mitnehmen konnten. Wenn wir jetzt hier nochmal ein Kabel finden, wäre das echt der Traum. Lass es ein Kabel sein. Lass es ein. Nee, es sind Leiterplatten und ein CPU-Lüfter. Aber auch das ist nicht schlecht. Das packen wir hier mit rein. Sehr gut. Und dann geht es den nächsten Raum. So, und hier sind meistens immer irgendwie. Hier ist noch ein Schlauch. Brauchten wir den Schlauch noch? Wir brauchten eigentlich den Schlauch noch, ne?
Irgendwofür brauchten wir den Schlauch. Das Paracord, ich weiß es nicht. Komm. Die beiden Sachen gehen hier einfach mal weg. So, und dann haben wir die Möglichkeit, den Schlauch mitzunehmen. So, safe. Sehr schön, das Durchsuchen war. Tagebuch ist wichtig. Rubel, Rubel. Und ein Jeeping. Ein MRS reicht. Da finden wir den Jeep Point. Das schmeißen wir auch weg. Und die Rubel. Boah, die Rubel. Wo packen wir die Rubel hin? Jetzt nicht viele Rubel, aber immerhin. Ich denke, das lassen wir liegen. Nee, Moment, stopp. 10 Schuss BT-Munition ist, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Dafür können wir mehr kaufen. So, ich will hier nochmal checken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Sieht erstmal nicht so aus. So, liebe Leute, das war's hier oben. Nicht das, was ich erwartet hatte, aber wir extracten und zwar über den Anhängerstellplatz, denke ich, oder über die Kreuzung. Da war auf jeden Fall jemand. Die Frage an sich war, wo war er? Aber ich glaube, den werden wir jetzt links liegen lassen. Ich möchte an der Stelle doch schnell hier raus. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem Raid mitgenommen haben, wie viel Kohle wir gemacht haben. Ich denke, das wird schon recht gut. Oh Gott. So in eins durch, möchte jetzt auch keine Experimente da an der Stelle mehr machen. Sehr schön. Wunderbar. Das war sehr, sehr gut. 7600 XP mitgenommen. Sehr ordentlich. Das macht diesen kleinen Fauxpas zu Beginn der Folge dann, denke ich, auch gut wett. Jusek, Bear und ansonsten sind Scavs gewesen. Wunderbar an der Stelle. So, 7000 und wir sind ja nah dran an der 14. Das gefällt doch. So, dann schauen wir doch mal. Also, das wird verkauft, das wird auch verkauft, das wird erst recht verkauft, die Medizin wird verkauft, die Rubel wandern hier rein. Paracord wird verkauft, den Schlauch behalten wir, das Morphin wird verkauft, auch das wird verkauft. Hier die Leiterplatten. Im Moment will ich das alles nicht sammeln. Auch das hier jetzt erstmal nicht. Schlauch behalten wir, klar, den Helm behalten wir auch. Denke ich, der ist sogar noch eine Spur knackiger als der andere. So, die Maske möchte ich verkaufen. Dann haben wir unsere Attachments, hier unser Equipment. Das packen wir hier rein. Sehr ordentlich. Ein IFAK. IFAK. IFAK, IFAK, IFAK. So, das kommt dahin. Den Schlauch, ich habe keine Ahnung. Wo wir den Schlauch einsetzen können, aber wir werden ihn hier erstmal rüberpacken. Proban, schauen wir gleich mal, was wir mit Propan anfangen können. Essen haben wir jetzt an der Stelle nicht. So, Leiterplatten, Lüfter, Hexagon, verkaufen bitte. Wir haben hier noch diese Geschichte und diese Geschichte. Die packen wir hier noch rüber. Dann, glaube ich, haben wir zwei GP-Münzen.
Die werden wir jetzt auch verkaufen, weil das ist bares Geld an der Stelle. Kabel packe ich erstmal hier hin. Eins davon werden wir auf jeden Fall noch brauchen. So, hier runter, hier runter, hier runter. Dann schauen wir uns das hier an. Was haben wir hier für Attachments drauf? So, wir haben auf jeden Fall den möchte ich, den Foregrip möchte ich gerne auch mit einstecken. So, den Shift Grip möchte ich mit einstecken. Dann haben wir da schon mal einen. Und das taktische Gerät möchte ich hier nochmal haben. Das Ding ist soweit in Ordnung. Und dann kann das nämlich auch zum Verkauf. Ja, sieht erstmal gut aus, denke ich. Sieht erstmal gut aus. Schauen wir mal, was uns das bringt. Wir gehen nochmal Therapist. Da haben wir schon einiges umgesetzt. Skier haben wir auch ein bisschen was umgesetzt. Da fehlt uns allerdings die Reputation. Wir schauen nochmal Mechanic. Da fehlt uns die Reputation. Hier müssten wir noch ein bisschen was umsetzen. Und was ist bei Prepper? Den müssten wir eigentlich auch irgendwann mal auf die Stufe 2 hochbringen. Aber da haben wir schon 1,1 Millionen. Ich denke. Was ist mit Jäger? Jäger müssen wir auch noch mal pushen. Von daher werden wir das hier verkaufen. 197.000, das ist sehr, sehr gut. Und die Kondensmilch kann damit auch. Propan schauen wir gleich, falls nicht verkaufen was. Die grüne Batterie möchte ich noch nicht verkaufen. 220, das ist schon mal. Das hat uns schon mal was gebracht. Das hat uns schon mal einen kleinen Push versetzt. So, Therapist. Will ich erstmal nur die Doctex und die Medizin verkaufen. Wir schauen aber bei Mechanic, ob wir hier noch einen besseren Preis, Moment, besseren Preis kriegen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich bekommen wir keinen besseren Preis. Weg damit, oder? Weg damit. So, verkaufen. ...350. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann haben wir die Maske, die auch noch mal 100k bringt. Das ist auch übel. Und hier haben wir dann zweimal Morphin, die auch noch mal. Und schon sind wir wieder bei 803. Charakter, wir schauen noch mal eben kurz. So, den packen wir hier rein. Das haben wir hier. Das ist Ersatz. Wir haben die zwei Schlüssel. Das brauchen wir alles jetzt gerade nicht mehr. Das kann alles noch mitverkauft werden. Das bringt uns dann entsprechend natürlich Money, Money, Money. Und wir schauen nochmal ganz kurz. Ich glaube, beim Jäger konnte man, glaube ich, Propan handeln. Kann das sein? Ach, guck mal, CMS, dafür brauchen wir drei Zangen. Eine davon haben wir. Vielleicht kaufen wir die dazu. Oder noch ein paar mehr Zangen, weil ich will es auf jeden Fall mit im Dings haben. Das hat uns das letzte Mal echt das Ende beschert, sozusagen. Ich weiß nicht, wo wir Propan einhandeln konnten. Das ist auf jeden Fall der Beta-Behälter. Das wäre natürlich toll, wenn wir den bekommen könnten. Müssen wir gucken, was der kostet, wenn wir uns die Dinger einfach kaufen. Wir können gleich mal reinschauen, was der größte Behälter kostet. Es würde mich einfach mal interessieren, was der größte Behälter kostet. Und okay, das ist Tetris. Ich weiß gerade nicht, wo wir. Weiß gerade nicht, wo wir das Propangas einhandeln hätten können. Ah, seht ihr? Hier war das Pferd, zwei Pferde, eine Wepper. Ich denke, dann verkaufen wir das Pferd. Das brauchen wir dann nicht an der Stelle. So, genau richtig, hier war es. Das ist aber nur eine Dreierrüstung. Ich glaube jedoch, dass die Rüstung mehr wert ist. Wir haben gesehen, ich glaube, Propan war 12.000. Wir werden das jetzt mal austesten. Handeln, nee, bei Jäger. 12.600 Rubel und. Wenn wir die Nummer bei Prepper eintauschen gegen den hier, das machen wir jetzt mal, dann Ragman sind es mich 43. Von daher ist das der bessere Deal.
Und schon haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. So, den Helm behalten wir. Das ist alles soweit in Ordnung. Und ja, ein kleiner Loot Run würde ich, den würde ich auf jeden Fall irgendwie noch starten. Einmal Interchange, einmal die Farmroute ablaufen sozusagen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Das könnte man nochmal machen. Wir haben, nein, Medkit natürlich nicht. Wir haben, müssen noch was zu essen einpacken. Wir nochmal eine Dose Lachs dazu packen. Das sieht erstmal gut aus. Die Munition haben wir. Wir haben die Aluschiene auch an der Stelle. Und Flohmarkt. CMS. CMS-Kit. 18.000. 4 von 5, 4 von 5, 4 von 5. Ja, besser als nichts, ne? Wir nehmen mal einen davon mit. 4 von 5. Und die Munition mal hier rein. Notgedrungen die Aluschiene dann auch hier rein. So. Behälter. Genau, das wollten wir mal schnell gucken. Behälter. Ausrüstung ist, glaube ich, eine Behälter und Koffer. Ne. Spezielle Ausrüstung. Sicherer Behälter. Sichere Behälter. Alpha, Beta, Gamma, Kappa. 5 Mille. 5 Millionen oder 1,7 Millionen für den Gamma. Der Gamma geht ja auch schon. Ja, das sind, ne, das sind Sachen. Das sind Sachen auf jeden Fall. Oder 14.000 Dollar. Oh, entschuldigt bitte. Die wären theoretisch sogar drin für einen Gamma-Behälter. So, und Kappa sind echt, das sind harte Preise. Genau, wollen wir noch? Wir hätten das Geld jetzt gerade. Allerdings haben wir keine Modifikation für die 47M. Ein bisschen möchte ich noch modifizieren. Eine kleine Sache möchte ich da noch modifizieren. Und zwar packen wir das dann nochmal drauf. Das hatten wir beim letzten Mal auch. Ich setze hier mal die 6 Zoll Führung und wir machen den taktischen Griff da dran. Dann würde ich gern noch einmal gucken, ob wir einen anderen Grip ranbringen können, der noch ein bisschen mehr Ergo bringt. Der hier beispielsweise. Ich glaube, der hier ist ganz gut. Dann hatten wir gesagt, nehmen wir mal den AK-Puffer und ich glaube, ...81, 225, das ist natürlich schon 225, das ist viel, ne? Das ist viel. Weiß ich gerade nicht, was da dran war eigentlich auch. Bin ich ja mal ganz ehrlich. Den mal kurz runter. Ein anderes Gehäuse eigentlich. Das wäre schon nice. Das Gehäuse. Ja, genau. Das sieht sehr gut aus. Dann würde ich gern den dahin packen. Dann haben wir hier das Seitenteil plus den BK06. Wir bauen das Ding schon mal fast ähnlich auf gerade wie das andere. So, und jetzt gucken wir hier nochmal. Da haben wir minus 11, 32, minus 18, 52. Das ist natürlich. Das ist schon schön.
Das ist schon schön. So, dann haben wir den hier drauf. Da wollten wir mal einen blauen Laser drauf schmeißen. Genau, da haben wir einen blauen Laser drauf. Und hier an der Seite hätte ich ganz gern ein taktisches Gerät. Nee, das war verkehrt. Hier muss es hin. Und das ist das taktische Gerät. Wobei das taktische Gerät ja auch schon eigentlich ausreicht, ne? Taktische Taschenlampe. Ich glaube, da sind wir gut mit aufgestellt. Ich glaube, da sind wir gut mit aufgestellt. 62 zu 173. Wir speichern das ganze Ding mal ab als AKM. Moment. AK-474M. Auch als Taktikvariante. Tag. Speichern. Montieren. So, ich hoffe, es sind alle Teile vorhanden. Natürlich ist das Schutzgehäuse hier nicht vorhanden. Das ist doof. Das ist richtig doof. 167. Jetzt ist noch was weg. Dieses Schutzgehäuse. Okay, wir haben es gespeichert. Das ist okay. Und von daher möchtest du einfach werfen? Nein, möchte ich nicht. Aber ich habe es doch gespeichert, oder? Ich glaube, ich habe es gespeichert. Wir gehen mal zurück. Ja, möchte ich verwerfen. Wenn wir jetzt als Modifikation bearbeiten, nochmal kurz reingehen und wir öffnen und geben hier AK an. Dann haben wir doch hier die Sturmgewehre. AKM. Und da haben wir die taktische Variante. Öffnen. Ja, möchte ich. Und da ist es dann schon aufgebaut. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Frage ist, ob wir ein anderes Visier nehmen. Das war aber eigentlich, das hat sich eigentlich bewährt. Komm, das hat sich bewährt. Wir machen noch einen ganz, 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 ganz schnellen Run an der Stelle. Einen ganz, ganz schnellen Run. Und zwar einmal, glaube ich. Interchange. Können noch mal einmal schnell Interchange gehen. Ich glaube ja. Einen kurzen Money Run und dann schauen wir, wir müssen ja noch die Dings einlösen. Na, sagt schnell. Autobahnkreuze. Bevor ich jetzt weiter quatsche, mache ich jetzt erstmal das hier. So. Wir müssen ja noch die Quests einlösen. Und da gibt es ja auch ein paar Rubel, da gibt es ja auch noch ein bisschen Material und so weiter und so fort. Von daher bin ich da guter Dinge, dass wir hier jetzt auch noch ein bisschen Geld rausholen können. So, komm. Hopp, 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 hopp. Ziel ist es jetzt, High-Quality-Loot rauszuholen. Je nachdem, wo wir da starten, werden wir unseren Weg dann bahnen. Sozusagen. So, Schienenexit. Sehr schön. Wir sind auf der richtigen Position eigentlich schon. Hier hinten die Waffenkiste checken. Okay, Kimmo. Oh, das ist keine schlechte Optik.
Die nehmen wir mal mit. So. Schießpulver ist gut zum Verkaufen. Einmal hier lang Granatenkiste checken und mal schauen, ob wir eine Granate finden oder ähnliches. Das wäre schon schön. Ah, das war gute Munition hier. Was haben wir da denn? Ball? Was ist denn Ball? Und PPM? Wir nehmen das mal mit. Mal schauen. So einmal hindurch muttern, die Batterien Xeno ist jetzt nicht das, was Geld bringt. Wir werden es irgendwann brauchen, definitiv. Aber es ist aktuell nicht das, was Kohle bringt. Einfach mal die Toolboxen durch, dann über ein IDEA, dann zum Schienenexit. Manometer, Schrauben, Relais, alles mitnehmen. Erstmal einstecken. Oh Gott. Weapon Case. Oh, sieht das nach Waffe aus? Sieht das nach Waffe aus? Nicht ganz, oder? Doch, es sieht nach Waffe aus. AK-105. Schauen wir mal, was wir daraus bauen können. Auch hier werden wir schauen. Oh, sehr schön. Auch eine gute Optik. Bringt jetzt nicht so viel Geld. Klebeband ist noch in Ordnung. Auch erstmal mitnehmen. Muttern, Schrauben. Bringt alles Geld, Leute. Bringt alles Geld. Und Geld ist da jetzt erstmal das, was wir am meisten benötigen. Bleiche nehmen wir mit, Hering nehmen wir mit. Wunderbar. Können den Hering eigentlich essen. Lecker Hering. So, ich gucke hier runter. Toolbox. Gehen hier rüber, holen uns die Stashes und die Toolboxen. Schrauben, CPU. Oh, das ist gut. Was zum Teufel das auch immer ist. So, die Zigaretten lassen wir mal weg.
Das interessiert mich gerade nicht. Ich will Money machen. Mal mitnehmen. Schlauch ist wichtig. Das ist wichtig, das ist wichtig. Nehmen wir alles mit. Auto ist nicht da. Frage ist, ob das nah ist, ne? Gab es auch noch Hidden Stashes. Beispielsweise. Könnte auch mal Quality Loot drin sein. Okay. Cricket. So, jetzt schauen wir mal, was wir eigentlich wegpacken können. Wir können das essen. Ich denke, die beiden schmeißen wir mal weg. Das werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Die Munition ist zwar gut, aber wird uns wahrscheinlich auch nicht allzu viel bringen. So, den Rest lassen wir mal. Elektronikteile. Schauen wir, ob es hier 218 nehmen wir mit. So, keine Grafikkarte. Wir mal zu. Schauen wir mal hier rein. LCD, sehr schön. Nehmen wir mit. Bringt Geld. Nix. 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 Drähte, okay. Drähte können wir gebrauchen, ist aber jetzt, glaube ich, erstmal uninteressant für uns. Schauen wir hier noch rein. Schlauch, 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 Schlauch. Brauchen wir, glaube ich. So, schauen wir hier nochmal nach. Will auf jeden Fall durch den Idea. Das heißt, wir gehen gleich wieder hoch und gehen durch den Idea rüber zum Exit. Passschlüssel. Nehmen wir mit. Nägel. Kann man gebrauchen. Nägel kann man gebrauchen. So, hier cross ich definitiv nicht. Gehen auf jeden Fall hier oben wieder hoch.
So, die Ausdauer füllt sich Gott sei Dank noch wieder. Hier wollen noch was finden, wie eine Grafikkarte oder irgendwas in der Richtung. Das wäre natürlich noch nicer. Aber ich denke, das sieht erstmal nicht danach aus. Schauen wir hier nochmal rein. Ich denke, wir sind schon gut unterwegs hier jetzt an der Stelle. Verwenden. Akzeptieren. Und dann können wir gleich noch was essen. Noch ein CPU, das ist sehr schön. Ich denke, es ist dann an der Zeit, dass wir auch extracten. CPU-Lüfter nehmen wir mit. So, hier liegt erstmal nichts. Das Doubleback. Okay, und jetzt erstmal nichts. Erstmal gut aus. Oha, 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 oha. Weg damit. Wir nehmen das mit. Alles klar, ich habe ihn doch gehört. Irgendwas war hier doch. So, SKS, okay. Modder der SKS. Thermostat ist eigentlich auch wichtig, ne? Klebeband weg. Thermostat rein. Munition weg. Das auch rein. Und schmeißen wir die weg und nehmen die SKS. Ich denke ja. Wir nehmen die SKS einfach mit. Gut. Nachladen. Und jetzt geht's weiter. Das ist alles. Ich denke. Es ist Zeit, wir haben Schienen-Exit, 30 Minuten eigentlich noch, aber ich denke, wir sind voll gelootet. Das war das Ziel dieses ganzen Unterfangs. Und von daher möchte ich mich auf den Weg machen. Wir haben noch die ein, zwei Hidden Stashes da an der Seite. Mal gucken, ob da noch so einiges zu holen ist. Und ansonsten bin ich hier auch verschwunden. Schau mal, was hier drin ist. Nice, die können wir mit einpacken. Das können wir essen. Dann schauen wir mal, dass wir... Ja, ich denke, das wird weg hier. Zack, hier rüber. Bleich ist eigentlich auch wichtig. Und wir gehen weiter. Da vorne noch eins. Das nehmen wir noch mit. Hat der sich da schön versteckt, der Bursche.
Schauen wir hier noch rein. Ich denke, das wird schon ordentlich was bringen hier. Den Hot Rod noch. Und wir können eigentlich auch den Hering noch veressen. Was wir haben, haben wir. So muss man es halt auch sehen. So, kurz warten. Ausdauer tanken. So, den Rest kriechen wir. Ich denke, doch, das habe ich zum paar Mal erwähnt, dass wir jetzt noch safe nach Hause an der Stelle und dann schauen wir mal, was wir an Kohle rausholen. So, dann können wir den Rest des Weges gleich nochmal sprinten. Sehr gut, Leute, sehr, sehr gut. Ich denke, das war erfolgreich. Nicht so viel XP, aber immerhin ein paar XP. Und wir gehen weiter, dann werden wir zusehen, dass wir die Sachen verkaufen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich die SKS behalten will, ich denke nicht. Die werden wir auch als Money Gift sozusagen einfach mitverkaufen. Habe ich kein Problem mit. So, Charakter. Dann schauen wir doch mal. So, die SKS kann hier verkauft werden. Ich denke, ich werde bis auf die Optik hier. Was ist das eigentlich? Ach, okay. Das ist Stops Heavy Bleeding. Alles klar. Das ist so ein Äquivalent zu Hemostat, ne? Aber ist in Ordnung. So, das G-Phone will ich noch behalten, aber die ganzen Schrauben, Muttern, Plastik, das T-Stecker, Relais, die beiden Schläuche bleiben mal hier nochmal schön. Die Bleich kann verkauft werden, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Die Optik finde ich nicht so gut, deswegen verkaufen wir die auch gleich mit. So, Manometer, Schrauben. Und die Schere ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die kann man nämlich noch behalten. Und Schießpulver werde ich trotzdem verkaufen. Nägel werden wir verkaufen. Die Aluschienen bleiben. Das bleibt, das bleibt. Die Muttern und auch das Ding hier. So, dann schauen wir noch kurz, wo wir hier die Schläuche mal reinpacken. So, die packen wir hier mit rein. Das Hemostatium, wollte ich gerade sagen, das kommt hier mit hin. Sehr schön und ja, AI sowieso packen wir auch erstmal hier mit rüber. Denke, das ist erstmal soweit in Ordnung. BT kann damit reingeladen werden. Okay, dann schauen wir, was wir rauskriegen. Dann lösen wir noch schnell unsere Sachen ein. Nee. Brauchen wir noch nicht. Peacekeeper pushen. So, dann schauen wir mal. Die Optik kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Sind 1300 Dollar. Die nehmen wir dankend an. Dann sind wir schon bei 20.000 Umsatz statt 25.000. Und Therapist, was nimmst du noch? Du nimmst noch die Kanonenkugel. Das ist auch in Ordnung. Mechanik nimmt wahrscheinlich komplett den ganzen Rest. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir dabei rauskriegen.
283.000. Okay. Ist okay. Hätte ich jetzt nicht das, was ich gedacht habe. Das ist in Ordnung. Und von daher alles tippitoppi. So. Sehr schön, Leute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das können wir auf die 9 legen, ne? Ach so, genau. Die M1 A1, die können wir dann auch noch verkaufen. Den Colt sozusagen. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben Aufgaben erledigt. Und zwar eliminieren Sie 15 Scavs. Das machen wir mal. Stolz auf dich, auch wenn heute Menschen das Leben genommen hast. Im Gegenteil, du hast heute viele Zivilisten eine neue Chance gegeben. Wunderbar, ist beendet. Und hier übergeben wir den Koffer an Therapist und haben damit auch abgeschlossen. Gibt auch nochmal Erfahrungspunkte, 25.000 Rubel. So, neue Freunde mit ihnen Geschäfte. Eine Freude, mit ihnen Geschäfte zu machen. Neue Freunde, sage ich schon. So, da gibt es diverse neue Sachen. So, Geheimhaltung im Gesundheitswesen, wir akzeptieren das. Rettungswagen markieren, jawohl. Autoreparatur. 4 Autobatterien und 8 Zündkerzen. Die müssen wir alle im Raid finden. Das heißt, über den Flea Market wird das nichts. Gemischt Waren. So, 15 Dosen Fleisch im Raid. So, wollen wir mal schauen. Wir haben noch eine Tuchonka. Die können wir schon mal reinpacken. Versorgungspläne. Ich habe mitbekommen, dass du Ordner für die Ärztin finden sollst. Du weißt schon, dass wir hier ein Geschäft am Laufen halten und ich einige Interessen habe, ihre Aktion zu stören. Ein Hauch von einer Sabotage, nicht? Komm schon. Bring mir diesen Ordner und ich werde ein wenig Kohle springen lassen. Also, das läuft hier gegenläufig. Finde die geschützte Dokumentenkassette im Sägewerk. Jetzt die Frage, ob sich das hier dann auch, ein Hauch von Sabotage, Lieferant, den nehmen wir erstmal mit. Und wir akzeptieren das auch nochmal, sind 180.000 Rubel und wir können ein wenig ja, Reputation in Richtung Skier machen. Da haben wir schon minus 0,8, das ist echt übel. Das müssen wir ändern. Wir schauen nochmal kurz, ob wir noch andere Aufgaben haben. Das ist alles aktiv. So, das übergeben wir. Damit hätten wir das auch abgeschlossen. Abschließen. Jawohl, wichtige Lieferung, wunderbar. Es war was Persönliches, deswegen funktioniert das. So, und dann Schießerei, Picknickschießerei, 15 Scav in Woods und eine Lieferung aus der Vergangenheit. Das ist auch, ja, das ist auch eine große Geschichte. So, dann haben wir das. Haben wir was vom Peacekeeper noch? Nein. Haben wir was von Mechanic? Da müssen wir den Büchsenmacher machen. Das sollten wir vielleicht nächste Runde machen. Da haben wir noch nichts. Und Jäger. Aktiv, wir brauchen hier noch zwei Dosen, eine Dose Rindfleisch und zwar die großen Dosen. So, damit haben wir einiges gemacht und Skia hat uns dann nochmal gesagt, wie doof wir doch eigentlich sind. So, und dann nehmen wir mal erstmal alles, das sieht. Oh, wow, 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 wow. Wieder Bandagen, das ist erstmal in Ordnung, das können wir so machen. Dann verkaufen wir, sollten wir das verkaufen. Wir werden auch die Medizin nochmal verkaufen. Ich denke mal nochmal eine Spritze, ein Blood Set. Augmentin will ich eigentlich nicht verkaufen. So. Aber ich denke, wir bekommen das ja soweit erstmal hin. So, Schmerzmittel kommen hier rüber. Das kann auch noch verkauft werden. Die Effects sind da doch effektiver. Sollte so sein. Und Bank, Bank. Akzeptieren. Wunderbar. Müssen wir noch? Haben wir noch irgendwas? Nein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir unsere AK noch wieder. Und gehen hier nochmal eben rein, handeln, verkaufen. Auch nochmal 23, 26. Das sieht erstmal gut aus. Wir schauen nochmal in den Geldkoffer und packen das hier so ein bisschen zusammen. Dollar. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg an der Stelle. Und aktuell läuft es wieder. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier echt nur noch 46.000 Rubel gehabt haben und jetzt schon 1,2 haben, ist das schon gut und auch schön. Liebe Leute, mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne auch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Bleibt nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.